Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer Chaco im ETS 2 und wir stehen hier in Burgess und fahren nach, wie ist der Ort, wir fahren nach Mongolia. Wie gesagt, wir stehen jetzt in Bulgarien und fahren nach Rumänien wieder zurück, sind 144 Kilometer, ist nicht weit und wir haben hier so einen normalen Walter-Trailer dran. Auch nichts Weltbewegendes und ja, dann wünsche ich euch eine gute Fahrt natürlich. Ne? Dann wird sowas werden, denke ich mal hier. Ne? Sehen, wie wir da hier rauskommen. Und ja. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. So werden, denke ich mal. Dann wir eine gute Tour haben. Jetzt weit ist es ja nicht von da. Gut. 144 Kilometer, das ist ruckzuck erledigt. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Dele, mach's gut, es war schön hier und wir machen weiter. So, naja, wie gesagt, das wird halt nicht viel sein hier. Fahren. Uhr ist halt weniger, sag ich mal. Kürzere Tour, sagen wir es mal so. Und ja, landschaftsmäßig sieht es auch gut aus hier, finde ich, muss ich sagen. Da hätten wir eine Werkstatt, da könnte man theoretisch was machen, aber wir fahren weiter. Dass wir schnell durch sind. Demnächst links abbiegen. Daher ist gut. Biege nach links ab. Sehen, was die Tour hier so bringt. Ich hoffe, das wird alles gut. Und da fahren wir halt hier ein bisschen langsam, so wie sich das hört halt, ne? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Ah, wie gesagt, es gibt schon schöne Touren und alles. Aber es gibt nur Zeug, wo man sich fragen. Ja. Gucken wir mal, wie das hier so weitergeht. Dritte Ausfahrt nehmen. Ich hoffe, dass wir gut ankommen, alles. Bitte rechts halten. Ah, ja. Nimm diese Ausfahrt. Ja, jetzt war ein bisschen schneller wie 50, aber das hat ja jetzt auch gleich erledigt. Ah ja. Ja, da werden wir natürlich jetzt die Tour schön zu Ende fahren. Ich habe bloß 100 Kilometer, also weit.
So, da kommt der nächste Kreisverkehr natürlich. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wie Grenzübergang oder was für sich, keine Ahnung. Ja, mal sehen, wie das da hier weitergeht, da, ne? Sieht schon toll aus. Geht's bei Kur ein bisschen. Natürlich hier schwer zu fahren. Warum da hier so abbremst, verstehe ich auch nicht, du. Bin wegen der Leitplanke oder so, ne? Vorstellen. Aber so ist es halt. Und wir kommen trotzdem gut an. Jetzt hier wer will, aber na okay. Seine Richtigkeit haben, denke ich mal, ne? Und immer geradeaus. Das läuft schon. Also 73 Kilometer, das ist ja nicht viel. Wir auch schnell da eigentlich, ne? Daher, ja, was machst du hier? Mal ein bisschen ausholen, ne? Das hilft ja nur alles nichts. Wenn man nicht reinfährt oder ich den reinfahre. Auch schön aus hier, ne? Ich das mal an hier, da die Schiffe da drüben. So richtig herrlich aus, gell? Bitte links halten. Das passt schon. Richtig gut aus. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Die Kurve hat es auch ganz schön in sich. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
Sind wir jedenfalls auch fast durch jetzt. Bitte rechts halten. So, naja. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. So, jetzt müsste man ja auch gleich hier. Heute wäre die Werkstatt. Bei. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kommen wir hier wieder durch die Stadt durch. Immer geradeaus. Das auch, ne? Im gleich grün werden und dann geht's hier weiter. Ja, was gibt's da groß zu sagen? Nicht viel, ne? Also, weil ich versuche halt hier anständig zu fahren, so wie sich das gehört. Ich das auch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, das war jetzt ganz schön knapp da hier mit der Kurve. Aber man versucht ja schon aufzupassen. Ja, hier kann man halt nur 50. Wir sind halt in der Stadt drin. Ne? Auch ein bisschen kompliziert. Hier aber. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts halten. Da können wir vorne mal hier schnell einen Ringel rum. Kein Problem. Ich finde den ein bisschen hier auch freigefahren, den Kreisverkehr. Immer geradeaus. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, allzu weit ist es ja auch jetzt. Ja. Kommt erstmal eine Grenze, so wie es aussieht. Ja, wie es halt so ist. Aber die Gegend sieht schon schön aus, sagen, ne? Also passt schon. Schöne Gegend hier. So. Das gehört halt, ne?
Grenze wieder. Müssten wir wieder normal fahren können hier, ne? Perfekt. Und dann können wir jetzt mal wieder Gas geben hier. Das ist doch perfekt. So muss das sein. So, jetzt sind wir wieder in Rumänien. Gleich da werden wir die 8 abgeben. Und ja, dann schauen wir mal, wo es dann hingeht, ne? Ich hier natürlich mal zufahren würde. Rechts halten und dann rechts ab. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. So, schauen wir mal, wo wir jetzt hier. Der Fälle hier bestimmt rückwärts. Soll ich denn da jetzt reinkommen? Ja, da alles rückwärts fahren. Sehen können irgendwie. Ob wir da.
Wir werden es auf alle Fälle schaffen. Lange Strecke rückwärts einparken. Reinkommen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber wir kriegen das hin. Deswegen macht sich das auch so gut. Von oben da. So, dann haben wir das geschafft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat mit dem Einparken, aber es war okay. Ja, vielen lieben Dank und über Like, Abo würde ich mich freuen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.